Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Let's Play Assassin's Creed Unity. Für mich ist wieder ein kleines bisschen Zeit vergangen, seitdem ich hier weiterspiele. Ich hoffe, von daher könnt ihr mir meine kleinen Fehler verzeihen. Zum Beispiel, dass ich irgendwie bei Menschen drüber kletter und da absolut keine moralischen Gefühle hege, wenn ich sie verletze. Hier muss doch irgendwas. Was ist denn hier? Wie es aussieht, nichts. Weil ich genau drüber stehe. Ach so, nee, das sind ja nur Zeitungen, richtig? Ah. Peinlich. Peinlich, peinlich. Jetzt müsste ich ja wirklich Zeitung finden, da könnte ich sagen, ja. Oder irre ich mich gerade? Hä? Was auch immer. Genau, die Hauptmission geht hier weiter. Beim Ratsbericht. Wir könnten ja mal ein bisschen mit denen quatschen und wir können auch bestimmt eine Schnellreise dahin machen. Jetzt müssen wir zum Café. Wir sollten mal das Gebiet aufdecken, finde ich. Also, nee, das ärgert mich gerade, dass wir nicht alles sehen. Ah, wir brauchen ein bisschen Geld für ein bisschen mehr Ausrüstung, damit wir nicht ganz so viel einstecken immer. Und ich habe natürlich nicht auf die Zeit geachtet. Ach, schnell Wecker dazugestellt. Puh, hey, okay. Puh, ja, da sind wir wieder bei den schwarzen Ladenbalken und so weiter. Ladescreens. Ich sehe ja noch gar keinen Balken. Der existiert ja erst am Ende. Wenn überhaupt. Blöd gelöst. Finde ich immer noch. Ärgert mich. Ah, wir sind da. Eine grüne Kiste? Hatten wir die etwa gekauft oder so? Zuf? Ach nee, es ist ja. Unser Guthaben ist ja aufgefüllt hier, ihr wisst schon. Ja, wow, 80 Francs, wir sind so reich. Guten Tag, mein Herr. Können wir noch renovieren? Ja, ich glaube, eine können wir noch. Teuer, ja. Meinte ich nicht gerade eben noch irgendwas von wegen, wir wollten uns ja ein bisschen Geld für Ausrüstung sparen? Naja. Wie entwickelt sich der Garten? Oh, danke. Gut. Level 0 braucht man dafür. Das ist jetzt cool, glaube ich. Yay! Edward Assassin Montur. Braucht man unbedingt, habe ich gehört. Hier ging es auch irgendwie runter. Ah, ich will mal gucken. Ein Geheimgang noch. Bonjour, Monsieur. Hey. So. Soll nicht draußen durch die Gegend kraxeln. Ach ja. Mal sehen, was es zu erzählen gibt. Wir haben jetzt diesen komischen alten Freak da erledigt und der nächste Freak sitzt auf dem Thron bei den komischen Bettlern. Zumindest ein, mit dem man sich unterhalten kann. Wunderschöne Deko hier, Schädel und mit Kerzen. Ja, so brauche ich Hallo, mein Freund. Ziehen. Giftgas. Alles voll, alles voll, alles voll, alles voll. Ja, komm. Gerade unser wunderschönes Geld abgehoben. Hehe, alles auffüllen, bitte. Ja, auch da finde ich, sollten wir mehr holen. Ich fand das richtig schwer beim letzten Mal. Könnte vielleicht auch daran liegen, dass ich ja für mich hört sich ja der Ton komplett asynchron an, als das, was ich sehe. Es kommt ja bei mir alles ein bisschen später im Ohr an. Dass es vielleicht daran liegt. Okay. Na, das ist diese Shields, bla. Bullshit. Keine Ahnung, habe ich noch nicht genau angeguckt. Als ich beim letzten Mal spielen war, dann hat das noch nicht so. Was ist das? Thomas die Garnets Rüstung in der Rüstungskammer. Hey? 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 Naja. Meine PlayStation geht da vorne gerade richtig ab. Ich hoffe, sie beruhigt sich noch wieder. Wir müssen nach oben. Nach oben. So. Kehrt zurück in die Ratskammer und berichtet Mirabeau, was ihr herausgefunden habt. Na dann. Erinnerung null.
Ihr seht schlecht aus. Seit Monaten lüge ich im Streit. Mit der Bruderschaft, der Nationalversammlung und dem König. Zusammengenommen haben sie den politischen Scharfsinn eines besonders dummen Dorfvorstehers. Ich glaube, das sollte mein Äußeres entschuldigen, junger Mann. Es war nicht so gemeint, Mentor. Ich bin nur besorgt. Vergiss mich, Arno. Weine um Frankreich. Doch genug der Politik. Ich hoffe, du hast gute Neuigkeiten. Was ist mit Sire de Lassins Mördern? Der König der Bettler ist tot. Dies hier trug er bei sich. Repose en paix. Behaltet sie. Sie wird keinem von uns helfen, wenn sie in einer alten Gruft verrottet. Tragt sie voller Stolz. Danke. Das werde ich. Die Mission? Der König der Bettler und Sivert waren nur Bauern in einem Schachspiel. Jemand hetzte sie auf Monsieur de la Serre. Templer mögen es kompliziert, oder? Weißt du etwas Konkretes über den mysteriösen Schachspieler? Die einzige Spur, die ich habe, ist das Instrument, durch das de la Serre starb. Eine Nadel, hergestellt von einem Silberschmied namens Germain. Aber wie viel er weiß, kann ich nicht sagen. Und dann ist der nächste Schritt klar. Finde den Silberschmied und ergründe, welche Rolle er spielt. Super. So einen scheiß Schmied finden. Ach ja. Da hinten ging es ja immer nicht weiter. Nee, machen sie mal zu. Das Geheimnis vor der Kammer darf keiner rein. Alles Gute, Bürger. Rennen wir halt wieder raus und. Ich würde eigentlich ganz gerne zuallererst mal ja genau die Karte aufdecken. Können wir vielleicht auch mal direkt hier irgendwo hinspawnen, nicht mit unserem Café. Obwohl, Café ist auch okay, aber ich will die Karte. Steht wieder der komische Typ irgendwo im Dunkeln. Wartet auf mich. Mal sehen, vielleicht werde ich irgendwann mal einen schönen Stream machen und dann mal ein paar Leute mitnehmen hier. Für diese Koop-Mission. Komme ich hier hoch? Ja. Ach, sehr schön. Hab so kurz auf die Karte. Okay. Mal nach da hinten rennen. Komm mal einen Moment hierher. Was zum? Bist du ein Royalist? Was wollt ihr von mir? Ich glaube, wir kennen uns nicht. Haltet eure Hände bei euch! Yay! 500 Livre erhalten, weil ich so einen Typ abgestochen habe. Ich bin nicht gefährlich oder so. Ich helfe Menschen damit. Ja, doch! Irgendwie... Doch, ich hab noch einen ganzen Weg vor mir. Ja, gehen wir mal nach oben. Dann gibt's hier zufällig schon irgendwas. Sieht so spannend aus, oder? Ein paar Perverse. Oh, ich glaube, die Bäume hier nicht in ihrem Haus. Verstehe ich gar nicht. Ah! Seigneur! Seigneur? Sehr gut, ich gehe ja. Ich gehe lieber auf ihrem Dach rum. Irgendwo da hinten ist ein Turm. Ja. Da hinten muss ich hin. Schaffst du. Sehr schön. So ein
kleine Kirche. Klimmt man doch mal eben nebenbei. Nicht ganz, scheint mir. Aber... kommt der denn nicht nach oben? Jetzt bin ich verwirrt. Na, geht doch. Muss man das Offene finden hier irgendwo? Und nimmt den. Achso, da ist es. Wir müssen jetzt auf den Kackplatz von dem Adler hier und dann können wir synchronisieren. Da rechts der Hafen, der sieht geil aus, oder? Ist alles runtergekommen? Oh, ich habe Angst. Na los, schaffst du. Ich kann das ja gar nicht so wirklich sehen mit meiner Höhenangst, muss ich sagen. Eine rote Kiste. Was macht man dafür? Verschlossene Truhe, wow. Ach man. So wirklich Zeug holen, habe ich jetzt auch nicht so große Lust. Da müssen wir hin. Der Silberschmied. Oh, Schwierigkeit 3. Wir sind noch nicht gut ausgerüstet dafür, finde ich. Deswegen müssen wir wohl doch hier einmal rumlaufen und uns Sachen holen. Was halt eine etwas langweilige Folge. Menschen im Weg. Ach, nicht die schon wieder. Wir müssen doch da... Push. Was ist das? Doch, da ist sie ja, das ist sie ja. Und dann gehen wir noch zur nächsten, weil wenn wir schon mal hier sind, holen wir uns doch die komischen Blockaden. Ach ja, wollen wir hier schon Umwege nehmen hierfür? Wie ja schon gut das Ding ist. Ups, verzeiht. Dahinter? Die jetzt gedacht, ich komme da nicht hin, oder was? Ach. So, und noch eine. Nur 27 Meter entfernt. Wow, Wahnsinn. So ein scheiß Brunnen. Hihihi, ich bin nicht wahnsinnig. Ich tanze gerne auf Brunnen herum. Und jetzt endlich mal eine scheiß Truhe. Schöner Scheißerbrecher. Ich will alles Geld, was du hast. Oh, jetzt verstehe ich. Puh, ich hätte fast den anderen töten wollen. Merci. Ja. Gute Arbeit. Halt. Achso, der steht ja vor der Truhe. Und ich? Doch nicht. So, die wollen gleich wieder einen Kampf anfangen. Komm hier rüber! Das ist meine Truhe. Ich gebe dir meine berühmte Zahnexplosion! Hey, komm hier rüber! Oh nein, ich will nicht. Okay, du willst kämpfen? Kann ich auch. So. Der hier wird sich an gar nichts erinnern. Ich meine, ist du bewusstlos? Gebt mir euer Geld. Ein Pinsel, wow.
Ich verdiene auch nicht gerade viel. Tut mir ja schon ein bisschen leid. Was ist dann noch? Achso. Ein Geschäft. Hm. Auf zur nächsten Truhe. Hehe. Ich habe die Welle unendlich installiert am Ende des Monats. Ne, Moment, wir haben schon 1. Mai. Ja, dieser Monat war traurig, der letzte, also April. Bin ich Zeit gehabt. Huch, Verzeihung. Irgendwo da in diesem Haus, in einem Haus weiter. Geht's hier nicht hoch? Bienvenue. Ich habe das schon ein paar Mal gehört. Hm? Schönen Nachmittag? Schönen Tag? Ah. Franzosen. Yep. Sehr schön. Ich finde es lustig, wie man einfach automatisch einfach sich auf die Kiste stellt, bevor man da reingreift. Wir sind noch nicht wirklich viel reicher. Und jetzt die nächste Truhe. Das muss halt auch mal sein. So ein bisschen Karte auf, sauber machen und aufräumen. Huch! Das habe ich ja noch nie gesehen. Hui. Ah, das auch schon. Nur so 100 Fragen, das ist auch nicht gerade viel. Jetzt Koop spielen, jetzt nicht. Nein, danke. Artefakt. Die konnte man ja so schön sammeln. Ich dachte, wir klettern an dem Haus weiter hoch, aber okay. Obwohl ein Balkon ist, ist das Fenster nicht offen. Ist da unten die Tür offen? Na gut, nee, da ist ein Fenster. Tschupp. Was ist das nicht schon? Ja, bitte. Da muss man die verschlossene Tür ansehen. Warte mal runter hier. Genau, auf der anderen Seite. Halt, ist die andere Truhe dann hier drin? Ha. Mal gucken, was wir hier machen. Der Typ braucht durch das Fenster durch. Okay, ich meine, ich find's gut, wenn er die Leute da drin mit seinem Rauch verschont. Aber wie komme ich hier schon wieder rein, ey? Wir gehen mal auf die andere Seite gucken. Manchmal kann man ja auch übers Dach das Ganze betreten. Wir gehen mal oben gucken. Ist okay. Sieht eher nicht so aus. Was? Ich verstehe auch gerade nicht, in welchem Gebäude genau die Truhe ist. Ach komm, hier ist noch ein bisschen Sack rein, da. Wird schon passen. Ja, ne, bitte. Und dann noch die rote. Mal gucken, was das noch ist. Die muss da oben sein. Bestimmt ein Haus weiter. Oh.
Ob ich das hinkriege? Von der anderen Seite? Ah, das war knapp. Yay, 150. Ah, ich werde mal gucken. Ein bisschen noch. Na, nee. Ja, da kommen die Truhe noch. Sonst ist ja hier gar nichts passiert, diese Folge lang. Aber ich fände es blöd, wenn wir unvorbereitet da jetzt weiter in so eine Mission gehen. Das ist, glaube ich, nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Hui! Jetzt klettert doch nicht mal überall hoch. Ah, verdammt, Assassinen hier immer. Genau, ein paar Truhen, aber ich guck mal eben, ob's... Ja, nein, nicht das. Das hier? Komm schon, komm schon. Charakteranpassung. Na gut, vielleicht erstmal noch die Ausstattung. Wo können wir mal gucken? Beine vielleicht. Die ist schon eine 3, wir können sie trotzdem noch verbessern. Ja, machen wir mal. Schnieke. Die Taille. Na gut, wir gucken jetzt einfach mal nur. Das hier sieht relativ gut aus. Kaufen wir mal, würde ich sagen. Ah, verbessern geht nicht. Oh, das war mit den komischen. Na, was auch immer. Und Herr Arme. Da haben wir auch schon 3 Sternchen. Brust haben wir nur noch 2. Na gut, dann müssen wir jetzt halt gucken, dass wir uns irgendwie von Stern her anpassen und nicht wie schön wir mit den Klamotten aussehen. Schade eigentlich. Da sehen wir aus wie so ein kranker Typi. Boah, geil. Das sieht doch schon recht krass aus. So gleich mit 4 Sternen. Zwar für 5000, aber ich tu's. Ein lungerer Mantel. Hm. Wir haben eh kein Geld mehr. Aber mal gucken, wie viel. Jetzt hätte ich eigentlich ja schon. Na, immer noch bei 2. Ja, wir brauchen noch mehr Geld. Okay. Ich denke, ich werde noch die 2 Truhen, die sich hier befinden, holen. Und dann. Habe ich diese Truhe scheinbar verpasst. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ich mich ein bisschen aufgestylt habe nochmal. Also ich mir das Geld herangeschafft habe. Das ist so traurig, es auszudrücken. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut.